ich meine, das ist doch eine schräge Debatte. Wir bauen Intensivbetten ab. Wir haben einen eklatanten Pflegenotstand. Nichts wird dagegen getan. Und dann sagen wir, ja, jetzt ist ja immer weniger Kapazität da. Also müssen die Leute sich immer gesundheitsbewusster verhalten. Irgendwann fangen wir an, auch Menschen mit Übergewicht zu ächten, weil auch das ist ja irgendwann vielleicht mit künftigen Erkrankungen verbunden, vom Rauchen gar nicht zu reden. Ein Skandal, dass wir nach anderthalb Jahren Corona weniger Krankenhäuser, weniger Pflegepersonal und weniger Intensivbetten haben. Das kann doch nicht wahr sein. Sie ja, natürlich, auch im letzten Jahr wurden welche geschlossen. Herr Lauterbach. Kommen so viele Sachen schon wieder zusammen. Kommerzialisierung der Krankenhäuser, weniger Krankenhäuser. Da sind Sie mitverantwortlich. Sie haben das damals gemacht mit den Fallpauschalen. Nein, bitte, Frau Wagner, bleiben Sie doch bei der Sache.